So, mal schauen, der Frank Soleder, der kann sich jetzt zuschalten. Frank, hörst du mich schon? Ja, ich kann dich sehr gut hören, Andreas. Hallo. Hallo, sehen kann ich dich auch. Hallo. Das ist doch wunderbar. Genau, alles super. Okay, du hast uns auch einen sehr interessanten Vortrag mitgebracht. Prozessorientiertes Trading-Geschäftsmodell mit Marktsentiment, Informationen. Klingt auch super spannend. Ich bin mal, ja, wirklich gespannt drauf, wie weit du es uns erklären kannst, dass wir das auch alle verstehen, was sich genau dahinter verbirgt. Und ja, liebe Zuschauer nochmal, wenn Sie Interesse haben, diese Vorträge zugeschickt zu bekommen, bitte tragen Sie sich ein in den Newsletter der World of Trading auf der wot-messe.de. So, Fragen, ja, werden wir wieder sortieren und gegen Ende des Vortrags stellen. Ich wünsche dir jetzt, Frank, ganz viel Spaß und ja, die Bühne gehört dir. Super, ganz lieben Dank für die Einleitung, lieber Andreas. Und ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Ich weiß jetzt gar nicht, Andreas, noch mal ganz kurz die Frage: Kamera an, Kamera aus. Wie ist es gewünscht? Wenn es passt, lass sie ruhig an. Wunderbar. Lassen wir sie gerne an, dann sieht man auch ein Gesicht dazu. Ja, vielen Dank für die Einführung. Und ich habe es in den letzten Minuten hier von Sascha auch noch ein bisschen miterlebt. Er hatte auch sehr, sehr viel oder zumindest zum Schluss noch mal so ein bisschen Marktsentiment erwähnt, also quasi die Erwartungshaltung und die Positionierung verschiedener Trading-Gruppen oder Trader, die dort mit dabei sind. Und da geht es hauptsächlich auch hier in meinem Vortrag heute drum. Ja, ich würde heute mal anfangen, ich würde mich ganz kurz selber mal vorstellen. Ein paar Sätze zu mir nur, dass ihr auch wisst im Endeffekt, mit wem ihr es heute so ein bisschen hier mit zu tun habt. Und danach Geschäftsmodell, weil ja auch ganz viele Trader oder Beginner oder neue Leute, die ins Trading reinkommen, auch immer so ein bisschen das Gefühl haben, vielleicht was Größeres draus zu machen, vielleicht auch mal wirklich ein Geschäft draus zu machen, dass man davon sich ja mehr oder weniger vielleicht auch leben kann und so weiter. Und einfach mal ein Ansatz. Ja, ob es jetzt Marktsentiment dann letztendlich ist, das ist eine tolle Geschichte, funktioniert momentan sehr, sehr gut. Und daraus habe ich mir im Endeffekt jetzt mein Geschäftsmodell gestrickt und das würde ich euch heute gerne mal vorstellen. Ihr seht auch direkt einen Einblick in die aktuelle Analyse von heute früh, wie gerade die Märkte im Marktsentiment stehen. Wir gucken uns auch live in den Charts dann an, was für Möglichkeiten wir vielleicht sogar noch haben. Aktuell stehen die Märkte, die drin sind, kann ich schon früh vorwegnehmen, schon ziemlich extrem. Was das aber bedeutet, schauen wir dann zum Ende hin. Und ganz zum Schluss in der Präsentation würde ich dann auch noch so ein bisschen darauf hinweisen, wer vielleicht Lust hat, so in diese Richtung oder beziehungsweise sein eigenes Geschäftsmodell aufzubauen, ob es mit Sentiment oder anderen Instrumenten ist, haben wir heute noch mit was dabei. Ihr seht es auch unten am Bildschirmrand. Ja, Learn to Earn mit Gil und Frank. Also ich habe hier ein neues Projekt aufgesetzt mit Gil Pass zusammen. Und das würde ich dann auch am Ende des Vortrags nochmal ganz kurz vorstellen, wie ihr das dann auch im Endeffekt gemeinsam mit uns machen könnt. Wir sind gerade im Piloten des Projekts. Das heißt, es ist momentan tatsächlich kostenlos zu haben. Dementsprechend vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant, dort auch mal mit reinzugucken. Ja, gehen wir los. Wer bin ich? Das ist der Frank, der ist Trader und Projektmanager. Das ist auch tatsächlich heute noch so. Bin 41, Wahlprager. Das heißt, ich lebe jetzt wieder in Prag, in der Tschechischen Republik. Sind wir jetzt vor kurzem wieder zurück umgezogen. Also meine Reise geht tatsächlich von Süddeutschland über Prag nach Ostdeutschland wieder zurück nach Prag. Und hier fühlen wir uns einfach am wohlsten. Hier gefällt es uns sehr gut. Und das ist halt auch ein sehr, sehr großer Vorteil, den Trading zum Beispiel mit sich bringt. Man bekommt einfach so eine gewisse örtliche Unverbundenheit. Ja, man kann im Endeffekt sich verschiedene Ecken der Welt oder was heißt der Welt? Deutschland und Tschechien ist jetzt ziemlich nah beieinander, das ist noch nicht die Welt, aber verschiedene Plätze anschauen, wo es einem gut gefällt und sich dann im Endeffekt einfach entscheiden. Hobbymäßig bin ich sehr, sehr stark im Fußball interessiert. Ich mag sehr, sehr gerne Prozesse, deswegen auch prozessorientiertes Trading. Das hat sich so ein bisschen über die professionelle Karriere im Businessbereich gestaltet. Das heißt, da habe ich sehr, sehr viel mit Prozessen, Produktionsprozessen zu tun gehabt. Supply Chain Prozessen und so weiter. Und da fand ich einfach, dass das ein Themenfeld ist, das sehr, sehr spannend ist und eigentlich auf jede Lebensphase oder auf jedes Geschäft eigentlich eins zu eins zu übertragen ist. Und deswegen, dadurch wurde mein Handel tatsächlich auch erfolgreich, ja, weil der war zu Beginn auch nicht erfolgreich. Aktiv am Handeln bin ich im Endeffekt seit 2009 hauptsächlich angefangen mit im Forex- und Indexbereich. Mittlerweile ist es auch verstärkt im Aktienbereich. Auch hier sehr gerne mit Zertifikaten, CFDs.
teilweise auch oder dann halt auch tatsächlich physisches Aktienhandel, aber durchaus auch Forex und Indizes. Also im Endeffekt so ein bisschen Allround, was die Märkte angeht, aber dementsprechend doch auch schon relativ lange jetzt mit dabei in den Finanzmärkten. Das ist ganz, ganz holprig gestartet bei mir und jetzt in den letzten Jahren ist es da wirklich, hat es so ein bisschen tatsächlich gezündet, sodass ich da mittlerweile auch seit 2002 XM Live Instructor bin. Das heißt, wir sind dort jeden Tag live on air und besprechen unseren Handeln mit den Teilnehmern. Das heißt, es ist auch kostenfrei für jeden Teilnehmer, der uns dort so ein bisschen über die Schulter schauen möchte. Da sind verschiedene Ausbildungsthemen drin und so weiter. Und wie gesagt, jetzt ganz neu im Pilot gerade mit Gil Pass zusammen Learn to Earn. Hier im deutschen Segment auch unterwegs und versuchen dort einen Piloten aufzubauen, wo jeder Teilnehmer quasi tatsächlich seine eigene Trading-Strategie prozessorientiert entwickelt. Gil natürlich hier mit seinen exzellenten Fähigkeiten im fundamentalen Bereich und ich bringe quasi meine Prozesskomponente mit rein und damit haben wir hier eine sehr, sehr gute Kombination geschaffen. Mein Ziel war es mit Trading immer, das Heft des Handels selber in der Hand zu halten, das heißt, das zu machen, was mir Spaß macht, dort zu sein, wo ich sein möchte. Und das konnte ich mir tatsächlich jetzt über mehrere Jahre lang erarbeiten. Viele Fragen sind ja immer, kann man davon leben? Ja, man kann davon leben. Momentan lebt sich davon sehr, sehr gut. Das, was ich gerade tue im Trading-Bereich, läuft sehr, sehr gut. Ob das in 3, 4 Jahren noch der Fall sein wird, wird sich zeigen, ob dieses Modell weiter so handelbar ist. Und wenn es nicht so ist, dann muss man sich im Endeffekt immer auch ein bisschen der Marktdynamik anpassen. Aktuell funktioniert es wirklich gut. Die Frage kann ich aktuell sehr, sehr gut mit Ja beantworten. Es ist aber auch immerhin, ist aber immer auch gut, sich noch ein zweites Standbein zu halten. Das sage ich auch ganz ehrlich mit dazu. Trading ist immer volatil. Nicht nur die Märkte sind volatil, auch die Ergebnisse sind volatil. Das heißt, es geht da mal hoch und runter. Und bis man auf dem Kapitalniveau ist, dass man diese Volatilität im Konto sehr, sehr gut aushalten kann, dauert es dann meistens doch ein paar Jährchen und dementsprechend ist es immer gut, wenn man ein zweites Standbein hat, wo dann im Endeffekt diese schwachen Phasen, die jeder durchleben wird, auch tatsächlich gut aushalten kann und dementsprechend auch dranbleiben kann und da nicht in verschiedene emotionale Fallstricke reinkommt. Ganz genau. So, starten wir durch. Das ist so viel zu meiner Person. Erreichen könnt ihr mich hier unter dieser E-Mail. Wer dort Fragen dazu hat zum Vortrag heute oder zu Learn to Earn, zum Marktsentiment, zum prozessorientierten Handel, ist herzlich eingeladen, mich auch hier zu kontaktieren. Ist überhaupt gar kein Problem. Ich nehme ja tatsächlich gerne Zeit und beantworte auch jede Frage in der Regel relativ schnell. Je nachdem, wie viele Fragen es natürlich sind, aber in der Regel bekommt ihr sehr, sehr zügig eine Antwort diesbezüglich. Ordnen wir erstmal so ein bisschen Begrifflichkeiten ein. Was ist Prozess? Was bedeutet Marktsentiment? Was bedeutet Geschäftsmodell? Ich glaube, das ist so mal die ersten, sind so die drei Hauptkomponenten, die es zu verstehen gilt. Prozess ist eigentlich nichts anderes als eine definierte Abfolge von Arbeitsschritten und Entscheidungen, starten und enden. Ja, das heißt, man hat einen definierten Startpunkt, es gibt immer einen Trigger, einen sogenannten Auslöser, der dieses ganze Prozedere ins Rollen bringt. Dann fängt es meistens an mit irgendwelchen Aufgaben, die zu tätigen sind. Ja, das heißt zum Beispiel, ich gehe direkt in meinen eigenen Prozess rein, ich habe mir das als Angewohnheit gemacht, dass mit der ersten Tasse Kaffee am Morgen, das heißt, wenn ich den Knopf an der Kaffeetasse drücke, alarmiert es bei mir sofort, okay, jetzt ist die Zeit, die Marktsentiment-Data-Collection, also die Daten zu sammeln für das Marktsentiment. Und das passiert jeden Morgen. In der Regel, Ausnahmen gibt es immer, wie heute früh, da musste man hier ein bisschen umorganisieren, weil durch Krankheitsfälle die Kinderbetreuung anders organisiert werden musste. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Das heißt, mit jedem Druck auf die Kaffeemaschine morgen triggert es bei mir oder löst es aus, hey, Frank, setz dich hin, jetzt ist Zeit, die Daten zu sammeln für die Marktinterpretation. Also Marktsentimentdaten sammeln, technische Daten sammeln, alles, was ich benötige, um meine Marktinterpretation für den heutigen Tag quasi zu tun. Und dementsprechend folgen dann einfach verschiedene Aufgaben. Das heißt, es müssen Entscheidungen getroffen werden, es müssen Aufgaben durchgeführt werden und am Ende eines jeden Prozessschritts steht ein Ergebnis. Das heißt, man geht dann aus dieser ganzen Abfolge an Arbeitsschritten mit einem bestimmten Ergebnis raus. In der Data Collection, das ist mein erster Prozessschritt, den werden wir auch gleich nochmal ganz genau detailliert betrachten, ist das Ergebnis einfach, dass alle Daten gesammelt wurden, dass ich bereit bin, die Dateninterpretation zu starten. Das wäre mein Endpunkt
für diesen ersten Prozess. Dann startet der zweite und so weiter. Was bedeutet Markt Sentiment? Ich glaube, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, was man hier genau drunter versteht. Das heißt, wir schauen hier einfach, welche Tradergruppen positionieren sich momentan in welche Richtung. Ja, also haben wir gerade die Trader, die sind die eher auf der Käuferseite oder sind die eher auf der Verkäuferseite? Dann gibt es noch Unterschiede zwischen, welche Tradergruppen rede ich denn überhaupt? Sind es die Retail-Trader, also die privaten Händler, so wie du und ich? Sind es eher die Finanzinstitute? Sind es eher oder sind es vielleicht irgendwelche Hersteller und Abnehmer? Ja, da reden wir dann, kommen wir im COT-Bereich so ein Stück weit mit rein, das ist nochmal ganz gruppiert. Jetzt ist aber COT, da muss ich immer dann drei verschiedene Gruppen betrachten. Ich habe mich so ein bisschen auf das Trader-Sentiment der Privathändler gestürzt. Ja, ihr habt ja auch schon einen kleinen Auszug dabei. Ich glaube, das war gestern der Euro-Dollar. Ja, der hatte gestern 80% Käufer und 20% Verkäufer. Das heißt, in diesem Bereich sind die Privathändler 80% long gewesen im Euro-US-Dollar und 20% short. Und meine Idee, wie ich da drauf gekommen bin, war eigentlich folgende. Heute liest man ja auf jeder Webseite der Broker, egal welcher Broker das ist, die müssen heute zumindest im ESMA-Raum in der Europäischen Union angeben, wie viele Trader Geld verlieren. Und meistens schwankt diese Zahl relativ genau um diese 80% herum. Das heißt, da stehen meistens Sätze mit dabei, wie bei diesem Anbieter verlieren 74,87% der Anleger Geld mit dem Handel. Bei diesem Anbieter und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Das ist unten immer in der Fußzeile der Webseite steht das drin. So, das bedeutet ja, dass man im Endeffekt, wenn ich mich jetzt auch long positionieren würde, dann könnte das ja, wenn ich dort eine Korrelation herstelle, zwischen der Positionierung der Trader mit dieser Risikowarnung, dass so und so viele Menschen Geld verlieren oder Trader Geld verlieren, wenn ich dort eine Korrelation herstelle, dann würde das bedeuten, dass ich aktuell auf der Long-Seite relativ schwer haben werde, Geld zu verdienen in dem Markt. Von dieser Idee her komme ich quasi ins Marktsentiment. Und das heißt eigentlich, Marktsentiment ist einfach, ne? Wie viele Trader stehen auf der Long-Seite, wie viele Trader stehen auf der Short-Seite. Jetzt kommen die Einwände oder können die Fragen natürlich auftauchen, okay, wie viele Trader sind denn dort gemessen? Ja? Oder wo kommen denn die Daten her? Das ist natürlich, wo jeder Trader für sich entscheiden muss. Bei dem Anbieter, wo ich die Daten bekomme, da haben wir eine Basis von einer mittleren sechsstelligen Zahl an Tradern, die dort gemessen werden. Und das ist im Endeffekt doch schon eine relativ trifft oder fundierte Aussage. Ja, das heißt, da sind doch sehr, sehr viele Daten drin. Und jetzt muss man natürlich auch unterscheiden, welche Märkte bedienen wir denn jetzt mit diesem Marktsentiment? Muss es denn dann vielleicht der mexikanische Peso gegen den russischen Rubel sein? Oder muss es vielleicht ein kleinerer Index sein, der vielleicht nicht so berühmt ist? Muss es vielleicht jetzt, oder ist es vielleicht doch eher dann die Hauptmärkte Euro, US-Dollar, Dow Jones, DAX und so weiter und so fort. Das heißt, da muss man dann auch noch mal so ein Stück weit abwägen im Endeffekt, okay, welche Daten, welche Märkte schaue ich mir an und wie gut aussagekräftig sind denn diese Daten? Das ist natürlich immer so eine Gefahr, da muss man auch ein bisschen probieren. Aber das ist ja im Endeffekt auch das Schöne dabei, man kann dadurch selber auch rausfinden, bei diesem Markt funktioniert es in der Regel sehr, sehr gut, bei diesem Markt funktioniert es nicht so gut, dann sortiert man diesen Markt letztendlich einfach aus, bei dem es nicht so gut funktioniert und geht dann letztendlich einfach den Weg über die Hauptmärkte. Geschäftsmodell heißt letztendlich einfach nur Konzept des unternehmerischen Handelns, das den Nutzen und den Ertrag des Geschäfts betreibt. Das heißt, hier definiere ich einfach meinen Weg ins Geschäft. Ja, wie möchte ich Geld verdienen? Das beschreibt mein Geschäftsmodell. Das umfasst im Endeffekt Prozess, Marktsentiment, ist alles inkludiert im Geschäftsmodell. Das ist im Endeffekt, um was es heute so ein Stück weit geht. Schauen wir mal rein, gehen wir mal direkt ins Eingemachte. Ja, wir schauen uns das wirklich ganz plastisch auch an den Charts an und ich zeige euch auch im Endeffekt meine Datenauswertung. Das kommt alles noch, wie bei den Prozess einzeln durchgehen. Wir kümmern uns halt hauptsächlich um den ersten Teil dieses Prozesses. Das werde ich hier auch live demonstrieren, wie der ausgeführt wird. Ich nehme auch gerne dann, je nachdem, wie wir in der Zeit sind,
Marktanalysewünsche an. Das heißt, wenn der eine oder andere hier dann auch noch einen Wunsch hat, welchen Markt wir uns mal genau anschauen sollen auf diese Art und Weise, dann können wir das hier live direkt miteinander tun, sofern am Ende des Vortrags dann noch Zeit bleibt. Wie gesagt, die Tasse Kaffee am Morgen startet dieses ganze Prozedere, Datensammlung durchführen. Das heißt, ich gehe jetzt hier rein und werde direkt anfangen, meine Märkte, mein Universum, das beträgt oder das umfasst momentan 30 verschiedene Märkte. Da schaue ich mir jeden früh an, wie sind denn die Trader in diesen Märkten positioniert. Das heißt, ich gehe auf meine Informationsquellen und ziehe mir diese Daten zusammen. Speichere mir die ab. Wie ich das mache, zeige ich noch. Und gehe dann den nächsten Schritt und berechne die Interpretation. Ja, das heißt, ich fange jetzt nicht an, hier irgendwie nach irgendwelchen Wünschen ich würde mir wünschen, der Euro steigt, ich würde mir wünschen, der DAX fällt, ich würde mir wünschen und so weiter. Nein, ich habe das im Endeffekt, meine Interpretation, so aufgebaut, dass ich sie in Formeln fassen kann. Ja, das heißt, ich gehe dort her und habe mir versucht, so objektive Kriterien wie möglich zu erarbeiten, die ich auch, sage ich mal, datentechnisch erfassen kann. Und dann werden die Daten einfach in eine Rohdatenliste zusammengeschrieben und über diese Rohdatenliste läuft dann quasi meine Interpretationslogik und wird dann diese Märkte im Endeffekt bewerten. Das heißt, ich habe verschiedene Kriterien, das sind insgesamt 7 Kriterien, 5 sehen wir nachher nochmal ganz genau, es sind einige Kriterien, nach denen ich schaue und die dort unterschiedlich gewichtet, miteinander berechnet werden, so dass im Endeffekt hier eine Aussage getroffen wird, ob dieser Markt eher long ist oder ob dieser Markt eher in die Short-Richtung geht. Das hat jetzt den Vorteil, hier fließen ganz zu Beginn des Prozesses, am frühen Morgen, fließen 30 Märkte rein. Wenn ich die Interpretation drüber laufen lasse, dann gibt es dort ein Ergebnis, das im Endeffekt nur noch ja, maximal halb so groß ist. Ja, das heißt, es sind meistens so zwischen 8 und 12 Märkten, die dort übrig bleiben. Ja, aktuell ist die Liste ziemlich stark getrieben von Öl, ziemlich gar gestrieben dementsprechend vom kanadischen Dollar. Ein bisschen US-Dollar ist mit dabei und es zeigt ein bisschen Euro-Schwäche. Ja, das ist momentan, das ist heute früh bei der Interpretation rausgekommen letztendlich. Das heißt, hier habe ich jetzt auch schon den nächsten Ankerpunkt geschaffen. Ja, die Interpretation geht ja dann relativ schnell. Und sehe im Endeffekt sofort, welche Headlines ich mir am Tag anschaue. Ja, das heißt, ich kümmere mich jetzt speziell darum, gab es irgendwas Neues zum Euro? Hat die Frau Lagarde irgendwas gesprochen? Gab es irgendwelche EZB-Gremiumsmitglieder, die dort irgendwas gesprochen haben? Gibt es was Neues in Richtung quantitativer Geldpolitik, die es interessant werden könnte? Jetzt ist im Euroraum Deutschland auch sehr gewichtig, was passiert mit der vielleicht neuen Ampelkoalition? Ja, kommt vielleicht doch noch Jamaika durch die Hintertür? Oder gibt es vielleicht doch noch die Fortführung der großen Koalition? Solche Themen kann man sich dann angucken, was Euro betrifft, Euroraum anschauen. Gibt es dort irgendwas Interessantes? Kanadischer Dollar, Öl korrelieren sehr, sehr stark. Das heißt, inwiefern hat jetzt die Aussage von Wladimir Putin was damit zu tun, dass vielleicht der Ölpreis ein bisschen nachgibt, ja, dass er den Gashahn oder dass er die Gaslieferungen ausweiten möchte und so weiter. Das sind dann relativ abgegrenzte Bereiche, in denen ich mich dort bewege. Und das kann ich relativ schnell erfassen. Das heißt, ich mache aus viel immer weniger. Und weniger ist ja dann bekanntlich oftmals mehr. Das heißt, ich kann dann schon abgleichen, Filter einbauen. Hier bevor ich ins Screening reingehe, kann ich nochmal filtern und sagen, okay, gibt es dort vielleicht fundamentale Geschichten, die anstehen? Heute haben wir jetzt ja NFP-Zahlen gehabt und so weiter. Wie spielt das mit in den Euro rein? US-Dollar, ganz klar, wenn ich einen US-Markt vorne mit dran habe. Wie wirkt es sich auf den kanadischen Dollar aus? Da gab es auch Arbeitsmarktdaten und so weiter. Also solche Sachen kann ich dann relativ einfach erfassen. Wenn ich das gemacht habe und mir den Überblick verschafft habe, erstmal quantitativ und dann auch später über die Fundamentaldaten, dann gehe ich ins Chart und mache das Screening, weil jetzt haben sich letzten Endes meine Setups oder meine Märkte verkleinert. Ja, die zu screenenden Märkte. Und dann im Screening, bevor ich überhaupt dran denke, irgendeinen Trade einzugehen, werde ich jetzt nochmal filtern.
Das heißt, hier filter ich jetzt nochmal. Befinde ich mich gerade in einem bestimmten Widerstand? Befinde ich mich gerade in einer Gegenbewegung? Befinde ich mich gerade wo auch immer? Ja, das heißt, im Endeffekt gibt es hier nochmal eine ganz wichtige Filterfunktion, bevor ich überhaupt dran denke, Einstiegstaktiken festzulegen. Ich mache mal bei mir ganz fix die Kamera aus, weil ich sehe, es gibt ein bisschen Bandbreitenprobleme, wenn ich das richtig interpretiere. Ich mache die nachher sehr, sehr gerne wieder an. Andreas, ganz kurze Frage vielleicht an dich. Bin ich noch gut zu hören oder gibt es auch Abbruch im Audio? Also von meiner Seite her aus bist du sehr gut zu hören. Okay. Ich habe hier keine Probleme. Vielleicht liegt es doch an dem einen oder anderen Teilnehmer. Probier es einfach mal aus. Ich mache mal die Kamera aus und falls irgendwelche Kommentare kommen, dann sag mir einfach mal kurz Bescheid. Ich könnte ja eventuell noch auf ein anderes Netzwerk dann gehen. Alles klar, mache ich. Bis dann, ciao. Ciao. So, gut. Also, Screening, klar. Wir gehen ins Screening rein. Das heißt, wir gucken charttechnische Sachen an. Wir gucken und filtern auch noch mal raus. Das heißt, hier gibt es eine weitere Selektion. Gestartet mit 30 Märkten. Hier sind wir vielleicht noch bei 4-5 Märkten. Und jetzt wird es spannend, weil jetzt gehe ich ins Chart rein und gucke, gucke ich in meinen Plan rein, okay, was für Einstiegstaktiken habe ich, um die Märkte zu beackern? Ja? Was für Möglichkeiten habe ich? Ich persönlich fahre mit 4 verschiedenen Einstiegstaktiken. Das heißt, ich habe einen Range-Einstieg, ich habe einen Kontertrendlinien-Einstieg und ich habe einen Kerzeneinstieg oder 2 Kerzeneinstiege. Ja, die Kerzeneinstiege unterscheiden sich eigentlich nur Long und Short, weil ich für einen Long-Einstieg immer eine High-Close-Bull-Kerze brauche. Und für einen Short-Einstieg immer eine Low-Close-bärische Kerze. Was das genau bedeutet, erkläre ich euch dann nachher nochmal im Chart. Der Range-Einstieg ist relativ einfach. Ich identifiziere im Chart eine Flat-Base, das heißt eine Korrektur, die eventuell nicht ganz so ausgeprägt ist. Also das heißt, die nicht mit einem Winkel entgegengesetzt des Trendes läuft, sondern die eher waagerecht verläuft. Da definiere ich eine Range. Und wenn ich eine Korrektur habe, die auch eine Korrektur ist, die im Endeffekt tatsächlich im Winkel weg vom aktuellen Trend läuft, dann fahre ich den Countertrend, also den Gegentrendlinien, Countertrendline-Ansatz und fahre diese Einstiegstaktik. Die lege ich fest und schaue, ob die Märkte überhaupt eine Möglichkeit haben, in dieser Taktik zu verfahren. Das heißt, ich gehe jetzt nicht und lege die Order blind rein, sondern es muss dann passen. Ja, das muss diese Einstiegstaktik passen. Und erst, wenn ich eine Einstiegstaktik festgelegt habe, wenn es wirklich auch eine Chance gibt, dort was zu tun, dann bestimme ich die Ausstiegstaktik. Das heißt, wie möchte ich aus dem Markt rausgehen? Da spielt dann auch wieder die Lokation des aktuellen Trades eine ganz große Rolle. Bin ich an einem Support oder Widerstand und ich erwarte einen Trend-Reversal und das ist ganz am Beginn der Bewegung, dann fahre ich einen Ansatz, wo ich den Trend handeln möchte. Da fahre ich einen Ansatz, wo ich Positionen aufbauen möchte. Das heißt, ich fahre wenig mit Take Profit in dem Moment, sondern eher mit dem Ansinnen, früh reinzukommen, aufzustocken, insgesamt 3 Positionen und dann bis zum nächsten größeren Widerstand zu kommen. Oder dann halt über die Trailing-Stop-Technik des Trendes aus dem Markt wieder rauszugehen. Ja? Möglicherweise auch eine Scaling-Out-Taktik hier zu fahren. Das sind Themen, die hier im Endeffekt dann, bevor ich den Trade überhaupt platziere, mir festlege und gegebenenfalls auch notiere. Ja, am besten ist, man notiert sich es immer irgendwo, weil, naja, es sind ja nur noch 4-5 Märkte übrig, das kann man dann übersichtlich gestalten. Und wenn was notiert ist, dann kann ich mich später auch, und das sind wir dann bei der Bewertung des Trades, kontrollieren, ob ich das, was ich vorhatte, auch tatsächlich gemacht habe. Denn wir Menschen sind eigentlich Weltmeister darin, uns selber zu veräppeln. Ja, also wer kennt denn das nicht und sagt, ja gut, ich wollte heute mal ins Gym gehen heute Abend, aber naja, so richtig ist man es nicht. Danach fangen wir halt morgen mal an mit dieser Aufgabe. Und solche Geschichten, ja, da müssen wir sonst schon höllisch aufpassen, dass wir uns hier nicht selber immer veräppeln oder ja, ganz, ganz gute Ausreden sind auch, naja gut, die Tafel Schokolade heute, die Schokolade heute, vor mir ins Bett gehen, geht noch, morgen mache ich dann mit der Diät los. Ja, also ihr könnt mir glauben, ich weiß hier, von was ich rede. Wir sind wirklich sehr, sehr gut in uns selber, sage ich mal, zu beschwindeln. Und dementsprechend ist es schon ganz gut, wenn ich mit mir so einen Deal mache und sage, okay, mit dieser Einstiegstaktik gehe ich rein, mit dieser Ausstiegstaktik gehe ich raus, ja, notiere mir das runter und gebe dann den Trade ins System ein. Da ist alles klar. Ich meine, ich habe doch hier im Endeffekt ganz genauso vorgegangen. Marktsentiment, Analyse gemacht, Daten gesammelt, interpretiert, Setups gescreent, ausgefiltert, Einstiegstaktik festgelegt, Ausstiegstaktik bestimmt, Trade eingegeben.
dann haben wir doch alles in Sack und Tüten. Und das ist im Endeffekt genau dieses Prozedere, was sich jeden Tag wiederholt letztendlich. Ja? Und ob ein Trade dann kommt oder nicht kommt, ist eigentlich völlig irrelevant. Relevant ist, was hier die Daten mir sagen. Die Daten sagen, was die Analyse mir sagt. Und wenn ich eine Möglichkeit habe, dann über eine Einstiegstaktik reinzukommen, mache ich das. Wenn ich sie nicht habe, dann mache ich das nicht. Das ist im Endeffekt genau so habe ich das für mich halt einfach definiert. Ja? Und mit dem fahre ich einfach sehr, sehr, sehr gut momentan durch die Gegend. Und dementsprechend werde ich auch einen Teufel tun, da momentan irgendwas zu ändern an der ganzen Nummer. Und so kommt man dann halt dazu. Weil dann haben wir nur noch die Aufgabe, das Allerschwierigste zu machen. Nichts. Einfach nur zu schauen und abzuwarten, was jetzt passiert. Geht mein Setup auf? Geht mein Setup nicht auf? Muss ich vielleicht irgendwo eingreifen nach meiner Ausstiegstaktik? Oder. Aber im Endeffekt habe ich jetzt keine Arbeit mehr mit dieser Nummer. Ich muss jetzt nur noch in zeitlichen Intervallen hergehen und meine Trades anschauen, ob die laufen. Weil ich habe ja bestimmt, wie ich raus will. Von dem her ist es auch ganz klar definiert, wann der Trade zu Ende geht. Wenn es ein Zeitstopp ist, nach der Zeit. Wenn es ein Target ist, mit dem Target. Wenn es ein Trend-Trade ist, wenn der Trend zu Ende ist. Und so weiter und so fort. Und ich muss nichts anderes mehr tun, um zu überwachen, dass das auch alles so geschehen kann und dass alles so weit funktioniert. Stellt euch einfach vor, ich habe früher sehr, sehr viel im Halbleiterbereich gearbeitet, dort im Prozessbereich. Und stellt euch einfach eine einfachere Industrie vielleicht auch vor, eine Produktion, eine Automobilproduktion, Band. Ja? Das Band läuft durch. Und wenn das Band läuft und alle Arbeitsschritte funktionieren, dann gibt es keine Notwendigkeit, dieses Band anzuhalten. Dann wird das Band durchlaufen und je mehr das durchläuft, desto besser ist es. Und genauso ist es hier auch. Es steht jetzt nur noch da, wie der Kapo auf der Brücke, ja, und guckt, ob das Band läuft. Und das ist im Endeffekt genau das, was hier passieren muss. Eigentlich nichts, nur Kontrolle. Und danach, wie schon gesagt, habt ihr hier festgelegt, was ihr macht, euren Plan festgelegt. Und ihr müsst jetzt nur noch bewerten, ob ihr dieses ganze Prozedere hier erfolgreich ausgeführt habt. Weil wenn ihr ein gewinnbringendes System habt, ja, wenn ihr ein gewinnbringendes System habt, ein gewinnbringendes System, ich rufe es in Erinnerung nochmal, Learn to Earn mit Gil und Frank, ja, da bauen wir solche gewinnbringenden Systeme zusammen mit den Teilnehmern. Und wenn ihr sowas habt und euch im Endeffekt über den Aufbau des Systems das Vertrauen erarbeitet habt in dieses System, dann gibt es auch gar keinen Grund, das nicht auszuführen, dieses Prozedere. Ja, und dann müsst ihr auch gar nicht gucken, ob ihr jetzt einen Profit gefahren habt oder einen Verlust gefahren habt, sondern ihr müsst nur schauen, ob die Maschine läuft. Und wenn die Maschine läuft und eure Statistik, die ihr euch erarbeitet habt, passt, dann wird im Endeffekt die Konsequenz sein, dass ihr das Ergebnis auch bekommt, das ihr schon kennt aus den Tests oder annähernd in diese Richtung das bekommt. Es wird nie 100% funktionieren. Es wird nie 100%, wenn ihr in euren Backtests eine Trefferquote von 55% gefahren habt, dann kann es durchaus sein, dass ihr nur mit 52% oder 51% im Echthandel rauskommt. Oder vielleicht sogar das überbietet. Es gibt immer diese Schwankungen. Deswegen Statistik. Wir kontrollieren das statistisch letztendlich. Wir schauen, ob die Verteilung der Ergebnisse passt zu dem, was ihr erwartet. Und erst dann, wenn diese Erwartungshaltung, die wir haben an unser System, an unseren Prozess, wenn das nicht mehr passt, erst dann gehen wir her und gucken, wo hat die Maschine ein Problem. Liegt es am Screening, liegt es am Ausstieg, liegt es am Einstieg, liegt es an der Trade-Positionierung, liegt es am Risiko-Money-Management und so weiter und so fort. Erst dann werden wir eingreifen in die ganze Nummer und gucken, okay, wo liegt denn hier irgendwas begraben. Aber es gibt keinen Grund, wenn ihr so ein System habt, dieses ganze Prozedere unnötig irgendwo zu torpedieren mit Gewinnmitnahmen, wo sie nicht notwendig sind, mit rausgehen aus dem Markt, wo es überhaupt gar nicht logisch ist oder wo es nicht definiert ist, sagen wir mal so, und so weiter und so fort. Oder zu großen Positionen, zu kleinen Positionen und so weiter. Das ist alles im Endeffekt nicht notwendig. Und das ist im Endeffekt die Basis des gesamten Geschäftsmodells. Deswegen prozessorientiert. Also ich glaube, die Prozessorientierung haben wir im Endeffekt damit so ein Stück weit abgefrühstückt. Wenn es Fragen dazu gibt, bitte reinschreiben in den Chat. Ich bin da sehr, sehr gerne bereit, auch die Fragen zu beantworten. Wir liegen auch sehr, sehr gut in der Zeit, sodass wir am Ende des Vortrags auch
ausreichend Zeit hoffentlich noch haben werden, um die Fragen zu beantworten. Wenn keine sind, dann machen wir einfach hier, suchen wir nach Trades und das kriegt man alles hin. Und jetzt gehen wir so ein Stück weit in die einzelnen Geschichten rein. Jetzt bringen wir dieses ganze Monstrum hier, diese neuen Schritte, so mal ein bisschen ans Laufen. Wie gesagt, wir konzentrieren uns heute auf Datensammlung, Interpretation, Screening und Einstiegstaktik. Ja, diese Geschichten können wir jetzt heute machen. Ich habe noch ein paar Trades offen gerade, die kann ich auch mal zeigen, wo wir mal so ein bisschen über Ausstiegstaktik dann noch reden könnten. Im Endeffekt mal schauen, ob wir einen Trade eingeben können oder nicht. Ja, das müssen wir mal schauen. Das kann ich jetzt natürlich nicht versprechen. Da muss die Gegebenheit, wie vorhin schon erwähnt, da sein. Aber ansonsten gucken wir jetzt einfach mal. So, jetzt ist es bei dem Prozess halt so, ja, nicht erschrecken, dass ihr nicht runterfallt in dieses Loch rein. Jeder Prozessschritt, der geht jetzt nochmal wirklich richtig in die Tiefe rein. Das heißt, wir müssen jetzt zum Beispiel bei der Data Collection uns zu Beginn wirklich Fragen stellen, die uns auf den richtigen Weg bringen. Also welche Daten brauchen wir? Wo finden wir diese Daten? Wie oft werden diese Daten aktualisiert? Wann nehme ich ein Data Sample? Ja, oder so einfach eine, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie man es auf Deutsch ausdrückt, Data Sample. Wahrscheinlich einfach ein Beispielwert irgendwie. Wie verarbeite ich die Daten? Wo speichere ich die Daten? Kann ich vielleicht sogar die Data Collection automatisieren? Kann ich mir irgendwo vielleicht irgendwas programmieren lassen, dass ich die Daten direkt eingespielt bekomme in mein Auswertungstool? Oder kann ich es vielleicht sogar von Hand machen? Ich bin jetzt vielleicht IT-technisch nicht so begabt. Ich meine, mein Hintergrund ist halt Wirtschaftsinformatik. Ich mag das sehr gerne, so diese Verknüpfungen auch zu erstellen. Aber wenn einer nicht der Fall ist, okay, wie kann ich mir denn das vielleicht auch handschriftlich machen? Ja, das funktioniert eigentlich auch. Oder einfach nur eine Excel-Tabelle. Ganz ehrlich gesagt, ich habe hier gar kein Riesensystem. Ich habe auch wirklich nur eine Excel-Tabelle, wo ich alles reinschreibe. Dort wird eine Formel drüber laufen lassen. Dann wird es einfach in ein Auswertungstool eingegeben. Und das war es letztendlich. Ja. Und das Wichtige dabei ist, okay, wie erinnere ich mich daran, die Data Collection durchzuführen? War bei mir am Anfang ein Riesenproblem, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe mir dieses System aufgebaut und habe immer wieder vergessen, dann morgens genau diesen Schritt zu machen, die Daten zu holen. Das ist ein mühseliger Schritt am Anfang, ja, weil es auch ein bisschen länger dauert. Mittlerweile bin ich bei 7, 8 Minuten, wo ich dafür brauche, also ziemlich auch hier an der Stelle optimiert. Aber es ist am Anfang schwierig, ja, vor allem diese Regelmäßigkeit reinzubekommen, ja, in die ganze Nummer. Und dementsprechend habe ich halt einfach mir das verknüpft mit meiner ersten Kaffeetasse am Morgen. Ich habe das irgendwie dann halt geschafft, dass das so wie so eine wie so ein Ritual geworden ist. Egal wann das ist, wenn ich aufstehe, das erste Mal den Knopf der Kaffeemaschine drücke, dann kommt bei mir sofort der Gedanke, verdammt, ich muss jetzt meine Daten analysieren. Passiert mir übrigens ja lustigerweise auch Samstag und Sonntag, wo ich das gar nicht machen muss, aber das ist schon so im Kopf drin, dass ich da ich hinsetze und dann meine Datenanalyse bzw. Data Collection starte. Und samstags mache ich es jetzt mittlerweile für die COT-Daten, dass ich die dann halt hole, dass ich ein bisschen was an Data Collection mache, aber so muss man sich da reintasten, ne? Und diese Fragen beantworten und dann gibt das Ganze ein Bild zusammen, man bekommt Klarheit darüber und dann macht es auch plötzlich Spaß, das Ganze zu tun, ja, sich diese Arbeit zu machen. Man kann übrigens die Data Collection auch abends machen, ja, das ist ja hier auch, wann nehme ich ein Data Sample? Naja, jetzt sagt mir der Frank, sagt jetzt, okay, macht das immer morgens, aber ich muss ja morgens zur Frühschicht oder ich muss morgens was ganz anderes tun, mein Kind zum Kindergarten bringen oder ich weiß es nicht, es gibt so viele, sage ich mal, Einflüsse, die uns dort hindern können, naja, dann schaut einfach, dass ihr die Data Samples dann nimmt, wo es passt. Dann schafft euch einen anderen Trick. Das muss ja nicht die erste Kaffeetasse sein. Das kann ja zum Beispiel auch, und sofort nach dem Mittagessen mache ich das. Oder sein. Ja, irgendwie irgendwas. Also 7, 8 Minuten für Data Collection kann man aufwenden, irgendwann am Tag. Und es ist auch gar nicht so wichtig, wann das passiert, ehrlich gesagt. Ja, es wird ja immer so viel Wert drauf gelegt, dass es exakt immer zur gleichen Zeit passiert. Es sollte schon annähernd der gleiche Zeit sein, weil sonst wird ein Prozess nicht mehr sauber überwachbar. Aber ich sage mal, Stunde hin, Stunde her, ich meine, das macht tatsächlich den ganz großen Unterschied überhaupt gar nicht aus. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Gehen wir mal in Data Collection rein. Das ist im Endeffekt mal die Übersicht. Ja, sieht ein bisschen wild aus, sind viele Informationen. Wir glauben es Schritt für Schritt auseinander. Euro, US-Dollar. Ja, ihr seht diese 80-20 auch heute noch. Also das Bild von vorhin war von gestern. Und diese 81-19 ist von heute früh, habe ich die gezogen. Also, da guckt ihr dann einfach rein, okay, 81% wird festgehalten. Hier seht ihr mein Template, ja, das ich benutze, um das festzulegen. Das heißt, ich schaue hier,
Datensentiment, 81% wird hier eingetragen. Dann schaue ich mir die technische Analyse im Chart an, auf dem Stundenchart und auf dem Tageschart. Da trage ich ein, ich trage nur ein, hoch oder runter. Wie steht die Technik? Hoch oder runter, Stunde und Tag. Ich liebe es immer sehr, sehr gerne, wenn ich einen Longtrade fahre, dass es hier runter geht im H1 und auf dem D1 nach oben zeigt. Ja, das heißt für mich, der Markt könnte momentan in der Korrektur sein und ich kann ein Trend-Reversal aus dem Stundenchart raushandeln. Das wäre dann dieser sogenannte Range-Setup oder Counter-Trendline-Setup, den ich hier fahren könnte. Ja, oder vielleicht sogar ganz aggressiv den High-Close-Bull am Support. Ja, das wäre eine ganz coole Geschichte. Das sind eigentlich die schönsten Trades. Dann schaue ich mir die Dow-Theorie an auf dem Tageschart. Ja, das ist die Dow-Theorie und hier schaue ich mir den Higher Time Frame, den höheren Time Frame an. Und hier bewerte ich auch, ob es neutral geht oder ob es, bei den beiden Geschichten bewerte ich auch, ob es neutral geht. Hier oben werde ich mir den Markt aus, dahinterlegt ist dann mein Universum. Und hier seht ihr die Daten, wo ich mir die ziehe. Ja. Ich ziehe mir hier die Sentimentdaten, ich ziehe mir die technische Analyse, kann ich mir rausziehen. Ja, da habe ich verschiedene Indikatoren, die zusammenlaufen, die bewertet werden. Und daraus ergeben sich dann hier ein leichter Abwärtstrend auf dem Tageschart und ein starker Abwärtstrend auf dem Stundenchart im Euro-US-Dollar. Dann schaue ich mir die Dow-Theorie an, hier auf dem Tageschart. Ja, die zeigt eindeutig nach unten. Und dann gehe ich nochmal aufs Wochenchart und schaue mir die Weekly Price Action an. Und dieses ganze Konstrukt führt dann letztendlich zusammen in dieser Data Interpretation. Da seht ihr jetzt tatsächlich den Auszug von heute, das aufgebaut in zwei, hier sind wir schon im Deep Dive auf der rechten Seite, also wir gehen tiefer runter in Euro-Kanadisch-Dollar, weil das Währungspaar heute war, das am schwächsten bewertet würde. Und hier seht ihr die Auswertung aller Märkte. Ja, das ist die Interpretation. Das heißt, hier seht ihr nochmal den Markt aufgelistet, welchen ich angeschaut habe. Hier seht ihr das Datum, wann die Bewertung durchgeführt wurde. Und seht ihr die Informationen. Hier wird das Sentiment wird nackig angezeigt. Das heißt, es fließt hier in die Direction mit ein, also in die Richtung mit ein. Aber es wird hier nochmal nackig dargestellt. Das heißt, einfach nur das, was erfasst wurde. Euro-US-Dollar sollte irgendwo bei 80% sein. Gucken, ob wir hier finden. Auf die Schnelle. Na, gucken wir mal. Es findet, ist der jetzt gerade auf der zweiten Seite der Euro-US-Dollar? Oder sehe ich ihn nur nicht? Na, ist ja egal. Hier ist er mit drin, 81,19. Na, hier seht ihr es nochmal. Hier, also in der Shortlist ist er mit drin. So, und dann, das ist die Interpretation, Rohdaten, nochmal bereinigt mit allen Informationen, die ich euch gerade gezeigt habe. Die Weekly Price Action, WPA steht für Weekly Price Action, wöchentliche Preisaktion oder wöchentliche Preisbewegungen, Preisbewertung. Da wird dann direkt angezeigt, Long. Und ihr seht hier, Long. Direction Long, das heißt Öl müssten wir hier auf der Longliste finden. Ja? Und das ist dann genau diese Verknappung, die ich hier reinbringe. Das heißt, 30, 29 Märkte werden angeschaut. Und insgesamt habe ich heute nochmal in die engere Auswahl 12 Märkte zu nehmen. Ja? Und hier ist nochmal ein Auszug in die Historie rein. Das heißt, hier kann man ganz deutlich halt diese Bewegung oder Entwicklung des Sentiments beobachten. Ja, also hier seht ihr, gab es ein paar Data Collection Probleme zwischen dem 10. und 17. Da hatte ich Urlaub gemacht. Da hat die Data Collection nicht so gut funktioniert. Aber ansonsten ist es hier wird es hier einfach gespeichert im Endeffekt und man kann so die Bewegung des Marktes anschauen. Und für mich wichtige Dreher sind im Endeffekt dann halt einfach auch, wenn es hier von Long auf Short direkt geht. Oder wenn es von Short auf Long geht direkt. Ja, das heißt, dann habe ich einen größeren Glitch. Das heißt, einen größeren Switch in dieser ganzen Geschichte. Und jetzt seht ihr halt, dass der Euro-Kanadische Dollar das Sentiment schon ganz, ganz extrem anzeigt vom 29.09. ab. Ja, heute haben wir den 8. Oktober. Das heißt, das ist jetzt schon, wie viele Tage ist es her? 10 Tage, also 7 Handelstage her, dass der Markt hier mir extremst Short angezeigt wird. Und damit kann ich dann halt im Endeffekt jetzt in die nächste Phase übergehen. Das heißt, ich gucke hier nochmal rein in die fundamentale Geschichte, in der Dateninterpretation. Okay, was ist gerade im kanadischen Dollar los? Was ist gerade im Öl vielleicht auch noch los, um die Korrelation zu ziehen? Und dann geht es eigentlich schon ab ins Chart rein. Ja, wo wir dann einfach nochmal gucken, im Endeffekt, wie wir dort mit so einem Bild umgehen können. Es ist hier nochmal ein Live-Trade gerade. Jetzt wollte ich aber in den Chart reingehen. Ich mache jetzt hier mal das Konto schnell auf. Euro-Kanadischer Dollar. Gehen wir mal aufs kanadische Dollar-Geschichte mit rein. Da
können wir hier mal direkt im Euro-kanadischen Dollar mal schauen, was hier denn möglich war. Ja, und das seht ihr halt, ich meine, ist jetzt gerade halt ein schöner Pick, sage ich mal, oder ein schönes rausgepickt, diese ganze Nummer. Also ich habe das Ding hier auf dem Schirm gehabt seit dem 29.09. Und seit dem 29.09. ist dieses Ding halt gefallen, also eigentlich fast senkrecht 300, auf dem Tageschart 328 Pips nach unten durchgeschmiert, abgeschmiert. Ja. Und dadurch gibt es halt sehr, sehr schöne Möglichkeiten, dort zu handeln. Die schauen wir uns jetzt mal an. Ich zeige euch mal die Setups jetzt, die ich noch angesprochen habe, die vier. Und einzig immer ein bisschen kritisch bei dieser ganzen Nummer, ne, das ist der Filter, der wird mir hier irgendwann mal in den Weg kommen, weil ich komme hier in den Support ran, ja, das heißt, hier kann es einfach kritisch werden. Aber hier heißt es nicht, dass ich automatisch long gehe jetzt, wenn der in den Support ranläuft. Warum sollte ich das tun? Ja, überhaupt nicht. Hier gucke ich erst mal an, was macht der Preis denn im Endeffekt? Und hier kann ich dann im Endeffekt vom Support Ausbruch mit einer Low-Close-Bear weitermachen oder mit einer Range, mit einem Range-Setup. Ja? Und ich handle diese Setups meistens, also Tag ist immer so diese übergeordnete Einheit für mich, also von wo aus ich die Analyse starte, wo ich mir auch die Widerstände und Unterstützungen hole. Auf der Woche schaue ich mir die Weekly Price Action an und da seht ihr auch, dass das Ding seit eigentlich 3 Wochen komplett auf Short steht. Nochmal eine weitere Woche auf Short. Würde mich nicht wundern, wenn das Ding noch abschmiert bis in die Richtung 143,27 in etwa. Würde mich jetzt absolut nicht wundern, wenn das passiert. Ja? Klar, mit Unterbrechungen, alles möglich, aber hier kommt wöchentlich jetzt der nächste Support erst hier unten. Im Tageschart, weiß ich nicht, ob da jetzt noch was dazwischen kommt, wahrscheinlich auch nicht. So ziemlich weit in die Vergangenheit gehen, nee, auch nicht wirklich. Ja? Der Support hier, der ist ausgeräumt. Also von dem her kommt da gar nicht mehr so viel weiter in dem Moment. Und jetzt gucken wir mal noch ganz fix die Setups an, die wir haben. Und das ist halt auf diesem Bild, ich mache auch mal die Indikatoren jetzt raus, die stören uns nur, die brauchen wir gar nicht für diese für das Zeigen der Setups, weil wir müssen hier Setup Nummer 1, ja, hier passt der Kontertrendlinien-Setup hervorragend. Das heißt, was möchte ich jetzt machen? Ich möchte im Endeffekt immer Märkte finden, die mir so eine Möglichkeit hier geben. Bewegung, Korrektur, das kennt ihr. Ja, das kennt ihr. Kann man auch relativ einfach üben, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Was aber für mich extremst interessant ist an der ganzen Nummer, ist nicht diesen Abwärtstrend zu erkennen. Ich meine, das ist wirklich nicht wirklich sonderlich schwierig. Für mich ist jetzt genau diese Geschichte hier, diese Mikrotrends, die sich hier nach oben durchsetzen in der Korrektur, die sind für mich relevant. Weil hier kann ich jetzt hergehen und kann mir jetzt, ist jetzt wirklich ganz schnell erklärt, soll auch gar keine Ausbildung sein, einfach nur ein kurzes Zeigen, wer da wirklich mehr Interesse hat, der kontaktiert mich einfach. Ich gucke hier nach den Bars, das heißt, ich habe hier ein Tief, dann geht das Ding nach oben, geht eine Kerze nach unten und nach oben. Das heißt, ich habe hier einen Umkehrpunkt und hier einen Umkehrpunkt. Und diese Trendlinie ziehe ich dann durch diese zwei Umkehrpunkte durch, ziehe mir hier eine waagrechte Linie weg, eine horizontale Linie weg und handle den Ausbruch nach unten. Das heißt, was mache ich an der Stelle ist, ich handle genau die Situation, wenn sich der kleine Mikrotrend in die große Bewegung reinschiebt. Ja, den Trend-Reversal aus dem Mikrotrend heraus in die blaue große Trendbewegung rein. Das ist das, was ich versuche mit den Counter-Trend-Linien zu erreichen. Und in Sentiment-Richtung. Absolutes Short-Sentiment auf Euro-Kanadisch-Dollar die ganze Woche schon. Da gab es richtig ordentlich schön viel Geld zu verdienen, ganz ehrlich gesagt. Und auf eine relativ entspannte Art und Weise. Das ist Counter-Trend-Linien-Setup. Ja, der Range-Setup funktioniert in der Regel so, dass ich mir eine Außenkerze schnappe und dann, ich brauche eine flache Bewegung, so wie hier. Ja, also hier ist ein wunderbarer Range-Setup aktuell. Den können wir mal beobachten, ob er noch gut geht. Wir haben eine Außenkerze, wir schließen 1, 2, 3 Mal innerhalb der Range und ziehen hier mit dem höchsten um den tiefsten Schlusskurs ziehen wir die Range durch. Und jetzt, was ich jetzt brauche, ist noch kein richtig gültiger Setup. Ich brauche jetzt eine Range Clearance. Das heißt, ich muss mit der kompletten Kerzenspanne aus der Range rausfallen. Also ich zeige das nochmal ganz fix hier ein. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Bin ich fast auf Zeit sogar, dass wir noch ausreichend Fragen beantworten können. Das heißt, ich brauche jetzt hier eine Kerze, die das Hoch der Range unterhalb der Range hat, nein, der Kerzenrange, sorry, darf ich jetzt nicht verwechseln, ist ganz wichtig. Also das Hoch der Kerze muss unterhalb der Unterkante der Range liegen. Das heißt, es muss hier
sowas wie ein Raum dazwischen entstehen. Ein Black Space in dem Fall. Ja, wir haben einen schwarzen Hintergrund, Black Space muss entstehen. Und dann setze ich mich mit einer Limit Order an die Unterkante ran. Stop-Loss geht hier drüber. Und versuche, das Ding in die Short-Richtung wegzuhandeln. Warum mache ich das? Warum handle ich nicht den Ausbruch? Weil ich meistens immer dann abwarten müsste auf die Bestätigung, verliere ich zu viel Geld. Ja, das heißt, ich muss hier den Stop-Loss schon zu groß greifen. Das heißt, ich warte hier jetzt ab, ob ich so eine Kerze bekomme. Das heißt, es ist auch ganz entspannt vom Beobachten her, weil ich muss einfach nur immer mal wieder reinschauen, ob das tatsächlich so ist. Und dementsprechend dann einfach nur hier eine Limit-Order reinsetzen, Stop-Loss drüber und bam, gib ihm. Das Schöne bei diesen Setups ist, wenn sie schief gehen, ist es ein sogenannter Sudden Death. Also man stirbt weg mit diesem Trade, so schnell kann man gar nicht gucken. Und wenn er gut geht, seid ihr in der Regel gar nicht im Minus. Ja, weil die Dinger hier reintippen, das ist wie so, wenn ihr quasi so einen Stick, so ein Gemüsestick zu Hause habt und den in den Kräuterquark als Dip reinhaut. Ja, hier wird nochmal die Liquidität reingedippt und dann geht das Ding nach unten weg. Wenn es hier kein Liquiditätspool ist, das heißt, hier sind keine Orders, dann pfeift das Ding halt nach oben durch. Oder wenn hier einfach keine Verkäufer mehr da sind, dann pfeift das Ding nach oben durch und dann ist es halt so gewesen. Aber Chance-Risiko-Verhältnis ist hier exzellent an diesen Setups. Das ist wirklich eigentlich, ich habe bisher für mich persönlich noch keine besseren Einstiege gefunden, die nicht zockengleich kommen. Und dementsprechend finde ich die halt einfach extremst gut. Also das sind so meine zwei Parade-Setups, die ich heute hier mitgebracht habe. Wir müssten jetzt hier an einem Support lang gehen. Da wäre dann interessant, nach einem High-Close-Bull zu gucken. Ja, das heißt, nochmal nach oben wegzudriften an der Stelle. Aber das hat nicht funktioniert. Ja, nicht so gut funktioniert. Hier wäre eine High-Close-Bull gewesen, hätte man kurz einen Long mitnehmen können. Geht aber sofort wieder in die Downtrend-Richtung. Und diese Setups sind auch immer Countertrend. Und Countertrend fahre ich immer mit absolutem Take-Profit-Level. Das heißt, wenn ich noch kein Trend-Reversal habe, fahre ich immer Take-Profit am nächsten Widerstand. Das heißt, hier wäre der Trade an diesem Widerstand hier zu Ende gewesen. Ja, in diesem Sinne noch ganz kurz vielleicht darauf hingewiesen. Ich suche mal nochmal zurück in die Präsentation. Na, wo habe ich denn die jetzt? Genau. Sei nochmal darauf hingewiesen. Unser Learn-to-Earn-Pilot, den Gil und ich zusammen hier aus dem Boden gestampft haben im letzten Jahr und jetzt live sind momentan. Das heißt, es gibt es echt kostenlos, 3 Monate. Montag, Mittwoch, Donnerstag machen wir insgesamt 23 Webinare über 3 Monate verteilt, immer eine Stunde. Wir gehen von Tradingplan bis Strategiebewertung. In unserer Zielsetzung ist hier, dass jeder, der hier dabei teilnimmt, seine eigene Trading-Strategie entwickelt. Ja, inspiriert von unterschiedlichen Trading-Stilen meinetwegen, das ist alles völlig in Ordnung, aber jeder entwickelt sein eigenes Ding, das heißt, jeder bekommt seinen eigenen Trading-Plan. Wir erklären ganz verschiedene, unterschiedliche Strategieansätze, dann baut man sich das so ein Stück weit zusammen, wir testen die zusammen, ihr kriegt die statistischen Hilfsmittel dazu, ihr kriegt Trading-Pläne dazu, also alle Tools, was wir dazu anbieten und zeigen, bekommt auch jeder, der teilnimmt, mit dazu im Paket. Und wie gesagt, aktuell sind wir im Pilot und wir bieten, oder es gibt es momentan tatsächlich kostenlos zu handeln. Wer da Bock drauf hat, der schaut einfach mal oder schreibt mir hier frank@learn-to-earn.eu. Kann man sich dort einfach, kriegt man mehr Informationen, beziehungsweise kann man sich einfach kostenlos auch registrieren. Ja, und in diesem Sinne sage ich herzlichen Dank und bin offen für Fragen. Super erklärt, Frank. Toller Vortrag. Gefällt mir richtig gut. Ich denke, Teilnehmern geht es genauso, weil es sind keine offenen Fragen mehr da. So. Keine offenen Fragen. Wunderbar. So gut erklärt. So, und jetzt meine Bitte vielleicht, du hast noch rund 10 Minuten. Hast du die Möglichkeit, uns vielleicht noch den einen oder anderen Markt vorzustellen oder vielleicht das eine oder andere Schmankerl, was du unseren Teilnehmern mitgeben kannst an dieser Stelle für die nächsten Minuten? Ja, sehr gerne. Also wir können gerne aktuell in diese aktuellen Märkte reinschauen. Wie gesagt, es ist momentan, die Märkte stehen extrem hoch gerade. Das ist so ein bisschen die Problematik. Also ich habe auch einen extrem riskanten Trade heute mal abgesetzt, hier auch in der Live-Ausbildung heute Nachmittag im Ölbereich. Ne? Gerade durch die Geschichte, die hier der Wladimir Putin oder Russland im Endeffekt mit der Gaslieferung und so weiter, dass es hochgeht, habe ich hier versucht, einen ganz aggressiven Short zu platzieren und da kann man vielleicht auch nochmal diesen Low-Close-Bear-Einstieg erklären, den ich hier gewagt habe und ihr seht hier auch nochmal diese Zielmarken
eingezeichnet, wie ich es auch gerade gesagt habe, wenn ich so gegen den Trend handle, das ist ein absoluter Longmarkt. Ja, wir verstehen uns hier nicht falsch. Es ist wirklich ein absoluter Longmarkt. Der zeigt auch komplett in die Long-Richtung. Das Ding ist hier, er läuft halt wieder hier im Widerstandsbereich rum, hat auf dem Stundenchart eigentlich einen Doppeltop hier gemacht. Das heißt, er läuft hier auch in den Widerstand rein und hier kommt Momentum auf in die Short-Seite rein. Ja, das ist im Endeffekt genau dieser Low-Close-Bear. Low-Close-Bear definiert sich im Endeffekt so, dass ich einen Schlusskurs habe, der unterhalb des Tiefkurses der Vorperiode schließt und das tief in der Kerze. Das heißt, der Körper muss Dominanz ausstrahlen, der Kerzenkörper. Ja? Das heißt, das ist jetzt hier nicht so ein eingezogener Kopf oder so, sondern nein, der steht da wie so ein, ja, wie ein Bär, wo oben einfach eine reingibt. Ja? Dann kann man sowas mal versuchen. Und das Ding ist halt auch, das ist genauso wie ich es gesagt habe, wenn hier nichts mehr kommt jetzt, wenn hier keine Verkäufer mehr in den Markt reinkommen, dann werden wir relativ schnell rausfliegen aus der Nummer. Die wird sich dann auch nicht mehr lange halten können, der Trade. Aber wenn er funktioniert, ist es halt relativ schnell ein sehr attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Wir gehen hier mit 90 Cent rein, wir sind sofort bei einem Dollar und wenn das Ding hier weiter durchschmiert, das war nur eine kleine, sage ich mal, Battlezone hier, wo sich die Käufer und Verkäufer bekriegt haben, dann fliegen wir auch durch runter bis zu 76,55 wieder und sind dann sofort in einem Chance-Risiko-Verhältnis von über 3. Und das macht halt die ganze Sache spannend, weil wenn der jetzt hier nochmal kommt, kann ich sogar nochmal eine Position aufstocken, weil ich kriege dann den Strukturwechsel rein. Ich habe jetzt hier schon ein gleich hohes Hoch, ich kriege ein tieferes Hoch, breche ein tieferes Tief. Das heißt, ich gehe dann schon in den Abwärtstrend mit rein und kann hier im Endeffekt dann auch direkt so eine Geschichte dann durchhandeln. Ja? Also, das ist zum Beispiel mal so ein ziemlich aggressiver Trade. Ich mache nochmal ganz fix die Slifer nochmal diese Sentiment-Auswertung auf und guck mir dann hier mal rein, was wir dort für Märkte heute noch haben. Das heißt, wir können uns mal, Kanadisch-Dollar ist eigentlich relativ, sieht auf allen Paaren relativ ähnlich aus. Vielleicht schauen wir uns einfach mal tatsächlich den Euro-US-Dollar in Short-Richtung an, ob dort überhaupt was gegangen wäre heute. Ich glaube nämlich beinahe nicht, aber bin mir sogar ziemlich sicher, dass da noch nichts gegangen ist heute. Aber das schauen wir jetzt einfach mal an. Also hier ist auch nochmal ein Euro-Schweizer-Franken-Trade offen, der sehr, sehr gut funktioniert hat in dieser Vorgehensweise. Hier sieht man zum Beispiel diesen Kontertrendlinien Breakout sehr, sehr gut. Ja, der handelt hier direkt quasi in den Trend rein, also übergeordnet dieser Abwärtstrend, geht in die Korrektur hier quasi rein und hier gibt es diese sogenannten Kontertrendlinien, die dann hier mit dieser waagrechten Linie brechen. Und das war natürlich ein sehr, 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 sehr schöner Trade. Ja, hier haben wir auch so einen Ausbruchstrade gehabt aus der Nummer. Das heißt, wir sind jetzt ziemlich lange drin schon. Hier war noch eine Möglichkeit, da wurde ich ausgestoppt. Das kommt auch vor. Da war der Stop-Loss zu aggressiv. Ausführung war hervorragend. Stop-Loss war Käse im Endeffekt. Und sowas lernt man dann einfach dabei. Das heißt, ansonsten hätte ich jetzt hier meine 3 Positionen offen. Mit 2 Positionen bin ich noch drin in der Nummer zum Beispiel. Und so funktionieren die halt. Und ihr seht halt auch hier, das Chance-Risiko-Verhältnis hervorragend. Hier kommen wir auch wieder relativ mit einem ganz, ganz kleinen Stop aus und sind jetzt hier auch schon, ursprünglicher Stop ist jetzt beide schon abgesichert, lag hier bei, glaube ich, 20 Pips oder sowas und wir sind jetzt hier bei 40. Das heißt, auch hier Chance-Risiko-Verhältnis wieder 2:1. Sehr, sehr schöner Trade hier. Ich wollte aber in Euro-US-Dollar kurz rübergehen und gucken, ob wir dort was Aktuelles finden. Hier gäbe es jetzt demnächst Möglichkeiten, eventuell, genau, hier ist die Kontertrendlinie gerade, fällt mir sofort ins Auge rein. Ich nutze immer 2 Auflagepunkte, maximal 2 Auflagepunkte. Und das wäre jetzt hier im Endeffekt der aktuelle Setup, Kontertrendlinien, Breakout, sofern es denn weiter in Dollarrichtung geht. Ich habe jetzt gar keine Ahnung gerade, wie die NFP-Zahlen waren, ob die jetzt gut oder schlecht waren. Wenn ich den Markt so anschaue, ist es auch noch so ein bisschen durchwachsen, nach oben weggespiked und jetzt brechen wir wieder hier nach unten durch. Also kann man gerade mal kurz hier reingucken, vielleicht sehen wir das sogar hier noch. Wie die waren, das würde mich jetzt auch interessieren, ehrlich gesagt. Die sind doch hier vor 20 Minuten rausgekommen, oder? Ich gucke gerade mal, ob ich das auf die Schnelle identifizieren kann. Haben wir sogar noch ein bisschen Live-Trading hier mit dabei. Gar nicht gedacht, dass ich da dazukomme. Herrlich. Momentchen. NFP war, ja, war negativ. Ziemlich negativ sogar. Ja, also war mit 194.000. Forecast war 490.000 und rausgekommen sind bei 194.000, also wirklich viel schlechter als erwartet. Und dementsprechend könnte das sogar für US-Dollar-Stärke sprechen letztendlich.
beziehungsweise für Schwäche. Genau, aber Interpretation wollen wir jetzt hier an der Stelle gar nicht machen. Also hier, wie gesagt, dieser Counter-Trendlinien-Setup und dann habe ich noch einen ganz spannenden Trade, der ist hier im Euro-Norwegische Krone, das war auch so eine ganze Nummer, das war ein 4-Stunden-Trade, das heißt, das sieht man auch, das ist eigentlich relativ Zeit-Timeline unkritisch, also Timeframe unkritisch. Auch hier Counter-Trendlinien-Setup, sauber genauso ausgeführt, wie es vorhin erklärt wurde. Ich brauche immer diese zwei Auflagepunkte, Umkehrpunkt, das heißt, dann habe ich eine Aufwärtskerze, Aufwärtskerze, Aufwärtskerze. Eine Aufwärtskerze bestimmt immer auf einem höheren Tief und auf dem höheren Hoch. Eine Abwärtskerze, tieferes Hoch, tieferes Tief. So, und dann dieser Umkehrpunkt. Die letzten zwei, die aktuellsten Umkehrpunkte, werden miteinander verbunden. Und dann wird der Ausbruch mit ein bisschen Abstand zur horizontalen Linie, ja, Spread meistens so ein bisschen oben drauf schlagen, so 3-4 Pips in der Regel drunter, folgt dann die Ausführung über ein Sell. Einfach über eine Stop-Order. Hier waren wir 8 Pips drunter. Über Sell-Stop wird hier ausgeführt und dann wird einfach das Stop-Loss nachgezogen. Das ist im Endeffekt jetzt hier genauso, wie ich es erzählt habe. Guck mal auf den Tageschart. Das ist ein Trend-Trade, weil ich direkt oben reinkomme an der Geschichte. Hier komme ich rein. Ja, der geht ziemlich steil. Hier komme ich im Endeffekt rein und bam, dann fällt das Ding in sich zusammen und jetzt halte ich dort an dem Trade fest, bis das ganze Ding halt wieder andersrum geht. Wann immer das sein wird, ich weiß es nicht. Ist mir eigentlich auch recht egal, weil ich einfach jetzt hier anfange zu ernten. Ja, immer weiter runter. Das ist natürlich ein Demokonto, ja. Aber diese Dinger handle ich natürlich auch auf meinem Live-Konto. Wäre blöd, wenn nicht. Das wäre hier vergeudete Zeit, ehrlich gesagt. Aber das macht dann halt auch erst richtig Spaß, wenn es auf dem richtigen Konto so passiert, weil dort ist es dann wirklich, das sind sowieso, ja, keine Ahnung, das macht dann einfach Spaß. Man kann eigentlich fast jeden Tag nachziehen. Ja, immer ein bisschen mehr Geld einstreichen. Das ist eigentlich schön dabei. Und es dauert gar nicht so viel Zeit. Und ich sage auch mal ganz ehrlich, so diese Ausführung letztendlich in diesem System ist extremst einfach. Das zu erstellen ist nicht so einfach. Ja, das ist das Komplizierte daran. Aber die Ausführung letztendlich, die muss wirklich extremst einfach sein. Das heißt, ich habe ganz klar definiert, was ich mache. Ja, und dementsprechend ist es wirklich nicht mehr schwierig. Es ist immer nur ein Gewöhnungsthema. Wir sind alles Gewöhnungstiere. Nein, Gewöhnungsmenschen. Wir gewöhnen uns wirklich fast an alles. Ja. Na gut, an die Masken gewöhne ich mich nie, aber egal, es ist ein anderes Thema. Ja, in diesem Sinne, Andreas, nochmal zurück zu dir. Das wäre jetzt so die Schmankerl gewesen. Wir haben noch ein paar Trades hier mitgezeigt, die tatsächlich auch so live ausgeführt wurden. Im Euro-US-Dollar haben wir ein schönes Setup noch gesehen. Ich weiß nicht, ob es schön ist. So richtig schön ist er wahrscheinlich nicht, aber es ist ein Setup, definitiv nach diesem Prinzip. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Frank, super Vortrag, hat mir sehr gut gefallen. Auch von deiner Art und Weise, wie du strukturiert bist, wie du strukturiert an dieses Thema rangehst. Sehr professionell. Ja, da kann sich manche Trader eine Scheibe abschneiden. Mit Sicherheit. Also ja, wenn du da die eine oder andere Mail noch dazu bekommst. Ja, ich hoffe doch. Ja, ich würde mich freuen. Ja. Wir helfen dann wirklich sehr, sehr gerne weiter. Und das ist auch, wir haben auch, wenn ich das so sagen darf, wir haben extrem gutes Feedback bekommen, auch von den Tradern, weil die tatsächlich auch aktiv diese Tradingpläne bekommen, ausfüllen, wieder bearbeiten können. Das ist wirklich so ein interaktives Arbeiten. Das macht uns auch riesigen Spaß. Es war ein Höllenaufwand für uns beide, aber es macht uns riesigen Spaß und dementsprechend freuen wir uns natürlich dort, wenn der eine oder andere noch mit dazukommen möchte, sehr, sehr gerne. Okay, wir müssen jetzt leider zum Schluss kommen. Frank, so leid es mir. Ja, auf jeden Fall. Alles gut. Du musst deine Mailadresse ja schon mal bekannt geben. frank@learn-2, also -2-earn.eu. Wir werden sie nochmal hier in das Chatfenster reinschreiben, sodass auch unsere Teilnehmer sich gerne bei dir melden können. Super, alles klar. Ganz lieben Dank. Dir auch und ich sag mal, bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao, ciao.